heutigen Video wollen wir uns mit einer Situation beschäftigen, die, glaube ich, jeder sehr, sehr gut kennt, auch aus der Praxis. Und zwar, was tun wir, wenn während der Reanimation Alarme auftauchen? Ganz konkret heute die Alarme vom Corpus CPR. Grundsätzlich gilt, sollte ein Alarm oder ein Problem auftreten, das nicht sofort gelöst werden kann, dann unmittelbar in manuelle Kompression wechseln. Das Corpus CPR signalisiert einen Alarm auf drei verschiedenen Wegen. Einerseits habe ich einen akustischen Warnton, andererseits finde ich auf dem Display schon ein Symbol, was mir auch die mögliche Ursache verraten könnte. Und als drittes leuchtet die LED in verschiedenen Farben. Da wäre zunächst einmal ein gelber Alarm. Das zeigt mir an, dass ich einen Handlungsbedarf habe, den ich auch sehr zügig abarbeiten sollte, bevor diese LED nämlich irgendwann in einen roten Alarm übergeht. Was heißt, ich muss wirklich jetzt was tun. Als drittes gäbe es dann auch noch einen türkisen. Das ist allerdings im Einsatz eher nebensächlich, da es meistens mit der Speicherkarte zu tun hat und auch nicht unmittelbar die Therapie beeinflusst. Ich sollte nur danach im Einsatz einmal schauen, was hier los ist. Alarme im Rahmen der Reanimation treten häufig in Verbindung mit der Stempelpositionskontrolle auf. Andi, möchtest du uns einmal noch kurz erklären, was macht diese Stempelpositionskontrolle überhaupt? Ja, unter laufenden Thoraxkompressionen fällt natürlich der Thorax des Patienten zunehmend ein. Das Corpus CPR erkennt diesen Umstand und reguliert nach. Wird allerdings eine gewisse Range verlassen, so müssen wir als Anwender manuell nachstellen. Und das zeigt das Gerät eben akustisch, optisch an und wir müssen quasi im gelben Alarm reagieren. Jawohl, jetzt haben wir die gelbe Alarmmeldung. Nachstellbereich ist überschritten worden. Dann würde ich manuell nachstellen. Verena, du stoppst einmal die Therapie. Jawohl. Ja. Jawohl. Ich öffne und stelle einmal nach. Schließe und auf grün geht es wieder weiter. Sowas lässt sich auch wunderbar in der Beatmungspause integrieren. In dieser Situation hat sich der gelbe Alarm jetzt damit beheben lassen, dass wir den Arm nachjustieren. Was natürlich auch sein kann, ist, dass wir doch in Erwägung ziehen müssen, den Stempel zu wechseln, wenn wir mit dem kurzen Stempel angefangen haben und die Thoraxhöhe jetzt einfach dafür nicht mehr ausreichend ist und wir jetzt auf den langen wechseln. Ein ebenfalls möglicher Alarm entsteht beim Unterbrechen der Therapie. Wenn ich während der laufenden Therapie die Therapie stoppe, weist das Gerät mich durch einen gelben Alarm darauf hin, dass ich die Therapie fortsetzen sollte. Hier sieht man auch jetzt ganz schön die Eskalation, weil wenn ich jetzt nichts tue, geht nach 8 Sekunden der rote Alarm los, dass ich die Therapie jetzt so lange unterbrochen habe, dass ich sie auf jeden Fall jetzt fortsetzen sollte. Diesen Alarm kann ich jedoch auch quittieren, wenn ich mich zum Beispiel bewusst dafür entschieden habe, diese Therapie jetzt an dieser Stelle zu unterbrechen. Kann die eingestellte Drucktiefe am Corpus-CPR nicht erreicht werden, so zeigt das Gerät diesen Parameter am Display rot hinterlegt an. Hier wird entweder eine Neupositionierung notwendig, wenn auch nach einer Neupositionierung und oder eine Stempelwechsel die Drucktiefe immer noch nicht erreicht werden kann, bleibt der Parameter rot. Was wir euch gezeigt haben, sind die häufigsten Alarme und deren Lösungsmöglichkeiten. Was jedoch passiert, wenn ein Alarm eintritt, den wir nicht sofort lösen können, wollen wir euch jetzt zeigen. Unterlaufende Therapie kommt es unerwarteterweise zu einem Alarm mit hohem Handlungsbedarf. Okay, wir haben einen roten Alarm, Verena. Mach dich bitte bereit zum Drücken. Ja. Ich schwenke das Gerät raus und kann mir jetzt in Ruhe anschauen, woran das Problem liegt. Und du machst manuell weiter. Wir wollen noch zwei Dinge aus der Praxis mit auf den Weg geben. Zum einen geht es um den Stempel. Wenn dieser nicht absolut plan am Thorax des Patienten aufliegt, weil der Thorax eventuell etwas abfällt, so ist es kein Problem, sofern der Druckpunkt korrekt stimmt. Dann ist eine Therapie mit dem Corpus CPR möglich. Außerdem kann es natürlich auch zu einem Erschöpfen des Akkus kommen. Sollte das der Fall sein oder der Akku auch überhitzen, ist es empfehlenswert, sich den Ersatzakku zu nehmen und den Akku einfach zu wechseln. Wenn ich den Akku innerhalb von 30 Sekunden wechsle, muss ich das Gerät auch nicht erneut starten, sondern kann die Therapie bereits unter den vorherigen Einstellungen sofort weiterführen. Zusammenfassend haben wir in diesem Video jetzt einmal gesehen, welche verschiedenen Alarmprioritäten es gibt, wie die Stempelpositionskontrolle funktioniert. Wir sind die häufigsten Alarme und die möglichen Lösungsansätze dafür durchgegangen. Wir haben auch besprochen, was passiert, wenn ein roter Alarm auftaucht, den wir nicht sofort zuordnen können, nämlich wir beenden die mechanische CPR und gehen über in eine manuelle CPR. Für weitere Fehler bzw. alle anderen möglichen Fehlerquellen könnt ihr auch immer in die Gebrauchsanweisung gucken. Ansonsten hoffen wir, dass es sehr lehrreich für euch war, dass ihr viel mitnehmen konntet, auch für die alltägliche Praxis. Bis zum nächsten Video.